So, und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von Wild Alert. Beim letzten Mal sind wir ziemlich weit gekommen. Jetzt haben wir sogar Bestlage. Zelle haben. Und den besten Whisky. Ah, ein Saloon soll ich bauen. Ein Saloon soll ich bauen. Aha. Okay, dann kriegen die noch gerne Whisky. Muss aber auch wieder die Scheiße gezeichnet werden, nicht wahr? Seine Union. 100.000 direkt. Boah. Aha. Säge weg. Miete 52.000, Junge. Ah, Saloon Bestlage. Junge. So. Problem ist immer, es fehlt immer nur ein bisschen, versteht ihr? Immer nur ein bisschen und es nervt mich ein wenig. Was bauen wir hier in der Stadthaus? Das heißt, ich muss eine von den drei mindestens kaufen. Und diesen Teil. Aber das ist heftig zurück. Also muss da noch was kommen, Digga. Da muss noch was Richtiges kommen. Hat sich jetzt schon kommen, Alter. Dass da was Heftiges kommen muss. So. So kaufen wir das nämlich im besten, also im besten. Ja, das und ich verliere mein Drittel davon nur, weil ich warten muss, bis das Haus durch ist. Doch scheiße. Aber anders lohnt sich das nämlich nicht. So. Also, Holz kaufen. Das kaufen. Und noch zwei Arbeiter. Ja, das war jetzt natürlich schlecht. Sehr schlecht ist das, warte mal. Ja, mir fehlt genau ein Arbeiter. Fickt euch doch ins Knie, hätte ich es mir nicht gekauft. Wie war es denn zwei Arbeiter? 90.000. Ach. Dann machen wir das so. Bin ich wieder ein Grundstück. Und verkaufe ich das direkt so. Na komm mal. Können wir gleich abreisen, das kann mich immer mal stecken. So, jetzt habe ich 300.000, damit kaufe ich noch mehr Arbeiter. Und noch mehr Dinge. 100.000 kostet das Ding, ja. Dann kaufen wir den Saloon und bauen den Saloon. Aha, 9 Arbeiter also. Kaufe ich einen, brauche ich den Pallet weiter. Das ist echt ätzend nervig und ich habe eigentlich schon fast verloren. Ich habe kein Geld mehr, ja, dafür echt zum Kotzen und ausbauen.
Digga, ich baue einfach jetzt hier das Palace, weil es ist nicht lohnt so. Hat sich doch gelohnt, hm? Aktuell einer 0. Ich krieg 40 Riesen. Nur schön, wenn ich die 40 Riesen kriegen würde. Naja, ich hab die ohne Bauhof gekauft und deswegen habe ich keine Kohle die ganze Zeit. Wir machen das so, wir verkaufen den sofort. So, machen das so und bauen hier den Bauhof. Kaufen stattdessen das da. Reißen das nieder. Stellen hier den Antrag und schicken den Bauarbeiter. Nein, das war eine dümmste Sache. Nein. Ja, kann man. Ich habe verkackt, wie wir. Aber wie verkackt habe ich jetzt hier? Das ist echt unglaublich. Wie viel verkackt kann man noch gar nicht. Saloon. Wir arbeiten. Nochmal mehr Tonnen. Dann präsentieren wir was noch offen ist. Nur die Miete. Alles. Aber eigentlich müsste das schon fast reichen. Also wenn die vier Sterne haben, dann ist gut. Mir reicht nicht, Digga, warum? Der Emitter fiel. Empress. Palace. Annahme. Abnahme. Dann Abnahme. Nee, Salon brauche ich gar nicht mehr. Ausbau. Antrag, Ausbau. Und das ist das, was ich befürchtet habe. Der Mist kommt. Warte, lass mal durchlaufen, damit ich es sagen kann. Na komm. So, Antrag. Ach, komm, Digga, jetzt habe ich noch nicht mal im Chor. Wie kriege ich denn 136.000? Glatt. Das ist schon mal gut. Und Material fehlt. So. Hier sofort die Abnahme starten. Antrag stellen. Und mal fehlt Material. Hier gleich Abnahme starten sofort. Ausbau starten sofort. Abnahme, das war jetzt falsch. Brauchen wir uns das nur. Ich komme nicht hinterher. Really top. Ich komme nicht hinterher, Digga. Ausbauen. Hier reicht's. Hinten und vorne nicht. Kommen die mir so, steht jetzt, kommen die mir so die ganze Zeit. Miete 250, wie viel habe ich? 160. Jetzt machen wir die Abnahme starten und ich brauche mindestens noch zwei Grundstücke, das oder das. Und ich krieg's nicht.
Na komm, mach schon, gib mir eine Wunschstücke. Na. Das Geld hilft mir wenig. Für eine Wunschstücke. Also, Chris. Hier baue ich sofort diese dumme Bank. Will ich mir dann leisten? Fast. Wir können auch so warten, Leute. Warte. Mit dem könnte ich es mehr retten, Leute. Warte, warte, mit dem könnte ich es retten. Sekunde. Das ist verdammt eng. Reicht das? Nein. Aha. Ja, kann ich weg. Das Ganze war eh schon ein Witz. Die ganze Zeit hing ich irgendwie hinterher und ja. Arschloch. Ein Spiel, Alter, hat mich jeder verarscht. Bei jedem Scheiß muss ich neu starten, Digga. Ja, ist okay, komm, ist gut. Weil ich auch diese Dinger gekauft habe vorher und so. Das war ein Fehler und. Jetzt kommt das Falsche, natürlich, logisch. Nee, Alter, nee. Nee, auch los, lass ich mich schon gar nicht mehr ein. Ja, halt die Fresse, ist okay. Sägewerk da. Wir machen das so. Wir können sowieso nur das Stadthaus bauen. Und kaufen mit dem Rest des Materials. Und bauen hier direkt den Bauhaus. Und verkaufen den auch gleich. Nimm das gleich an und kaufen für das restliche Geld 3 an. Jetzt habe ich wieder 3 erwartet, bevor das Ding durchkommt. Oh. Nee, da ist mich hier gar nicht mehr. Nee, hab ich kein Bock, Digga. Nur dasselbe, irgendwas ist. Sägewerk. Scheiß drauf, dann zieht sich der Partner doch wieder auf 22, 25 Minuten. Also ich kann Bock mehr echt. Na komm, mach ihn eine. Auf 900. Oh. Warte mal, das ist ja auch das Falsche. Ich wollte einfach das Haus bauen. Mehr ist irgendwas, Digga. Ich stehe zum Verkauf an und hier bräuchte ich vielleicht mal einen Bauhof. Und diesmal warte ich, bis das Bauhof auch fertig ist. Ich bin nicht zu ungeduldig, das steht hier. Hier kaufe ich nochmal Holz. So, einmal Holzzahlung, nicht zweimal Holzzahlung. Hier warten, bis der durch ist. So, jetzt.
Und jetzt, Palace. Hier lohnt sich das Palace. Und das kaufen wir nachher, wenn wir die Kohle dafür haben. Und nicht sofort wie am Anfang. Das Haus läuft uns nicht weg, versteht ihr? Das verkaufen wir. Nehmen das an, kaufen das und reißen das ab. Stellen hier den Antrag und bauen das aus. Bauen das aus. Und kaufen noch 3 Arbeiter und kaufen hier das auch noch. Machen hier die Aufnahme und jetzt bauen wir erstmal die Bank. Und hier kaufen wir erstmal noch Riesenwerk. So, damit können wir nämlich jetzt am Arsch schleppen. Kaufe ich hier das Palace. So, und jetzt kaufen wir damit was? Mein Arbeiter, natürlich. 2 zu wenig. Dann warten wir kurz und jetzt wollen wir das Zoll ausbauen und bauen hier auch noch den Rest aus. Das kann ich mir nicht leisten. Antrag. Warte, weil ich das kaufen möchte. 250.000 Sekunde. Jawohl, Abriss. Ausbau. Ausbau. Palace. Ausbauen. Ich kriege 36, normalerweise 100.000. Ab noch mal gleich starten. So, jetzt muss ich aber hier bleiben, sonst geht er mir verloren. Na komm schon, mehr Kohle. Mal schauen. Also gleich abreißen, ausbauen. Braucht mehr Material, aber. Okay. Ausbauen. 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 Naja, der letzte Kuh und den Pisser da kostet 1000er. Das ist echt scheiße. Das läuft schon mal besser als vorhin. Gleich die Abnahme starten. Das ist schon heftig, dass er 600 Riesen kostet. Na, jetzt kann ich nur noch eins warten und sammeln. Mehr kann ich nicht tun. So, ich brauche nämlich 250 Miete.
Wir haben aber mehr als genug Arbeiter. Aber damit haben wir Speed. Na? Warte mal. Wir reißen einfach beide ab. Und damit erzielen wir dann die Miete von 200.000. Solange die Bank steht. Das kann ich gleich kaufen. Und abreißen. Und bis das wieder bauen, das Bauhaus. Den Bauhochsprung rein. Ich meine, die beiden müssen sowieso laden, versteht ihr? Und der Bauhof ist in einen Klick gemacht. Das restliche aber nicht, versteht ihr? Was? Sägewerk fehlt? Ach, Sägewerk brauche ich für den Tag. Ach, scheiße. Wie viel kriege ich dafür? Mit 230. Ach, nach dem. Was jetzt? Wir lassen das nochmal ab. Will ich mal sparen können. Ist sogar ein Bestlager. Dann bauen wir das doch noch hin. Ist ein Bestlager. Das brauche ich auch noch. Ist ein Bestlager. Und ich schaden. Antrag, Antrag. Ausbauen, ausbauen. Also auch wir stellen hier mal den Antrag und reißen den jetzt ein. Dann haben wir jetzt quasi wohl den Antrag. Ich bin sehr glücklich mit diesem Haus, merke ich. Ach, jetzt haben wir es eh. Okay, cool. Ich kann nicht abweisen, dann ist es egal. Na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Free.